Peace and Justice gesagt, meine alten Trödelköppe. Ja, ich habe es mal geschafft, Donnerstagmorgens mal nach Wambel wieder einzukehren, hier am Trödelmarkt an der Pferderennbahn. Es sieht sehr mau aus, aber wir gucken jetzt einfach mal, ne? Vielleicht finden wir ja was Interessantes oder das eine oder andere hüpft mir in den Rucksack. Wir schauen mal, ne? Viel Spaß. Ja, ihr seht, hier ist ganz, ganz wenig. Aber da auf der Fläche ist ein bisschen was, da rennen wir jetzt mal rum. Und ansonsten, ne, eine Currywurst zum Frühstück hatte ich auch schon lange nicht mehr. Die vermissen mich bestimmt schon. Und die Minister natürlich auch, ich auch. Viele Grüße. I love toys. So, meine Freunde, die Sonne kommt raus. Ich gehe jetzt gleich nach Haus. Ja, die Masters-Sachen, ne? Guck mal, dass mir keiner ins Bild rennt. Die Masters-Sachen, die ganze Kiste mit dem Stridor oder was das da war, mit dem Pferd, ne? 110 Euro. Besonders schön war natürlich der Moosmann mit seiner Hose und mit seinem Kastenarm. Das war ganz geil. Ja, und sonst, ein paar Stände sind weiter da hinten gewesen. Habe ich ja jetzt nicht weiter gefilmt, weil viel Trödel. Welch Wunder. Ja, aber es ist ein bisschen was. Leider mir zu wenig. Aber ich habe einiges eingestielt. Auch an Schnickschnack, so Kleinzeug. Das seht ihr dann wieder im anderen Video. Und ich gucke jetzt hier noch 3-4 Stände ab. Und dann gibt es eine Currywurst, ne, zum Frühstück. Fertig werden hier. Currywurst, das bringt uns wieder voll in Form. Ja, meine Freunde. Wie versprochen, ne, da ist er wieder. Currywurst. Ich bin schon auf einen Zug, habe ich gerade schon dem guten Grillmeister gesagt. Ja, dann wollen wir mal. Ja, oh, die Soße, ne? Ich weiß jetzt schon wieder. Mmh, Leute. Das ist geil. Schön heiß. Es gab ja da so einen Vorfall auf der Dingsbums, auf der Toyplosion, ne? Da hast du ja irgendwie für warme Soße 2 Euro mehr gezahlt und für kalte Soße dann nur 3 Euro und so, aber ist eine andere Story. Könnt ihr da in so einem extra Currywurst-Video sehen. Ich hau mir jetzt die Wurst rein. Ich guck noch mal kurz, ich habe da noch so ein Hans-Rosenthal-Buch gesehen, habe ich euch ja gezeigt.
Da war die Dame gerade nicht da, da gucke ich mal, ob sie da so 50 Cent, einen Euro voll nimmt. 200 Fragen mit Hans Rosenthal, demnächst auf diesem Sender. Und ansonsten sage ich mal, müsst wahrscheinlich jetzt, bleibt euch wohl, guten Appetit, bis dann, ne? Tschüss. Oh, Freunde, das war's mit kleine Trödeltour. Ne? Den Sonntag, den letzten, habe ich hier verpasst. Da war ein großer Trödel hier, aber ich war einen Tag zuvor auf der Toyplosion. Da habe ich genug gesehen. Eigentlich reicht es erstmal für dieses Jahr. Ich denke aber, so ein, zwei Trödelmärkte kann ich euch bestimmt dieses Jahr noch zeigen. Gucken wir mal. Ich hoffe auch mal mit dem Gorminister wieder zusammen schöne Tour machen. Ne? Mal so richtig, dass auch der Bierstand offen ist und wir uns richtig einen reinlöten und den Rucksack voll haben. Ansonsten ja, gehabt euch wohl, bleibt gesund, danke fürs Zugucken und viel Spaß beim Trödeln und Sammeln. Ne? Peace out, tschüss.